Meine sehr verehrten Damen und Herren, einen wunderschönen guten Abend zusammen heute am Montag, den 20. im Müllner Bräu. Wir sind ein kleines bisschen verzögert von der Zeit, weil wir einen technischen Engpass hatten, der sich soeben auflöst. Das heißt, er ist gelöst mit einem Beamer, so dass wir jetzt. Aha, fragen wir das Beutel noch um und dann passt's. Ja, einen wunderschönen guten Abend zum 9. Mal in Salzburg. Die 9. Montagsinfo zum 6. Mal hier im Müllnerbräu. Die ersten 3 Mal waren wir im Freien. Und es freut uns natürlich, dass wieder viele gekommen sind, trotz des schönen Wetters, trotz der Eishockey-Meisterfeier, lauter hübsche, lederhosige Männer mit Goldmedaillen um ein Hals draußen im Gastgarten und sie kommen trotzdem einer, das ist fantastisch, das freut uns sehr. An dieser Stelle auch ein herzliches Dankeschön an die wenigen, aber treuen Unterstützer dieser Aktion, die wir hier letztendlich, oder diese Events, die wir hier machen, ja aus einem Grunde heraus, der dazu dienen soll, die Menschen in die Aktion zu bringen. Also es geht also nicht nur zu informieren wie das Fernsehen oder das Radio, sondern wir bieten unsere Informationen deswegen feil oder an, kostenfrei, aber gerne gegen eine Spende. Hier steht eine kleine Spendenbox mit einem Herzerl drauf und Danke. Weil wir natürlich auch immer wieder auf kleinere Geschichten angewiesen sind. Und so hatten wir zum Beispiel die letzte Sendung ist deswegen noch nicht auf YouTube, weil unserem Mann vom TV, an Roman Michael Reuter von Crypto TV, den ich an dieser Stelle sehr herzlich danke, dass er auch wieder heute da ist, mit dem ganzen Equipment. Und wenn dann eine Festplatte kollabiert, die einen Hunderter kostet und das ist einfach gerade nicht da, dann dauert das immer ein bisschen so mit Datenrettung und umeinanderspulen und drum auch heute wieder. Wir Aktive hier machen das alles zum Nulltarif, weil es uns einfach ein Anliegen ist, Wissen, Informationen und motivierendes Gedankengut einer größeren Menge von Menschen vorzustellen. Wir sind da wieder live online im Radio bei OkiTalk. An dieser Stelle ein herzliches Grüß Gott an die Hörerinnen und Hörer von OkiTalk und Klaus Glatzel. Salzburg grüßt. Und freuen uns natürlich, dass der auch immer bereit ist, unsere Sendungen zu übertragen. Sehr herzlichen Dank an Sie, die das alles sinnvoll erscheinen lassen, weil wenn da keiner herinsitzt, dann müssen wir aufhören. Allerdings ist es natürlich auch wichtig, dass wir in irgendeiner Art und Weise ins Tun kommen. Und darum einfach mal meine Frage in die Runde. Wer sind heute das erste Mal da bei der Montagsinfo? Okay, das sind viele. Das ist sehr interessant. Schön. Herzlich willkommen gleich noch einmal. Dreimal hält besser. Ja, die Montagsinfo ist eine Inspiration oder eine Idee von ein paar Leuten. Die Mutter dieses ganzen Szenarios ist die Silvia Donninger, die sitzt da drüben. Ohne die würde es die Sendung nicht geben oder diesen Abend, diese Abende. Immer begleitet von ihrem Mann Franz, der klatscht sogar für sie immer noch und die sind schon so lange verheiratet. Zusammentreiben tut uns immer die Isabella Wanner, das ist so die treibende Kraft. Also ich meine jetzt nicht mit der Geisel, sondern mit der Motivation, dass wir auch alle immer rechtzeitig zusammenkommen und koordiniert sind. Auch dir ein herzliches Dankeschön. Und ich freue mich heute wieder auf einen sehr, sehr interessanten Abend. Wir haben in der letzten Zeit festgestellt, weniger Sprecher sind mehr, weil sie einfach mehr Zeit haben und einfach das einzelne Thema gesetzter vom Adressanten an die Empfänger kommt und
Unser Wunsch ist es natürlich, dass Sie sich alle so motiviert und angeregt fühlen danach, dass Sie in der Pause an den Informationstisch gehen und sagen, was gibt's hier alles, wo kann ich mich arrangieren, wo kann ich mich engagieren, wo kann ich mich mit einbringen. Und es wäre unser großes Anliegen, dass Sie sich dort auch mit den Informanten und den Informationsmaterialien entsprechend bedienen. Ja, wir haben heute zwei interessante Sprecher zu zwei interessanten Themen, die sich erst ein bisschen konträr anhören, aber gar nicht so konträr sind. Das ist einmal der Thomas Bachheimer, der heute über Gold, Geld, Goldstandard, Währungssysteme sprechen wird, warum Geld funktioniert, wenn es funktioniert und warum vielleicht unser Geldsystem nicht mehr so funktioniert. Und nach der Pause ein sehr interessantes Thema zum Thema Bildung, mal ganz anders. Den Begründer der ersten Leistschule demnächst hier in Salzburg, den Herrn Eduard Kahn, der uns über eine Form des Lernens... War das jetzt der Applaus für den Herrn Kahn oder für den Herrn Bachheimer? Ja, schön, freut mich. Ja, und ich bin der Maniolo, ich werde Sie heute wieder durchs Programm geleiten, soweit mir das gelingt. Teils improvisiert, teils geplant, wir werden sehen. Ja, das mit den Unterstützern habe ich gesagt, das CryptoTV und OkiTalk uns überträgt, habe ich gesagt. Dann darf ich sagen, ich fange mit einem Liedchen an und gebe dann gleich mal das Wort weiter.